Das Einnetzen von Obstkulturen stellt eine effektive mechanische Maßnahme zum Schutz der Früchte gegen die Kirschessigfliege dar. So kann in stark gefährdeten Kulturen wie Kirschen, Heidelbeeren, Himbeeren oder Brombeeren der Befall durch die Kirschessigfliege vermieden werden. Bei der Handhabung der Netze muss jedoch einiges beachtet werden, um eine optimale Wirkung zu erreichen. Um das Eindringen der Kirschessigfliege durch ein Netz zu verhindern, muss aufgrund ihrer geringen Körpergröße ein sehr feinmaschiges Netzgewebe gewählt werden. Netze mit einer Maschenweite von 0,8 x 0,8 mm zeigen den besten Schutz gegen die Kirschessigfliege. Netze mit noch weiteren Maschen stellen zwar eine optische Barriere für die Kirschessigfliege dar, allerdings kann sie durch diese dennoch in den Bestand eindringen. Wenn der Farbumschlag der Früchte beginnt, das heißt, die Früchte anfangen sich auszufärben, werden sie attraktiv für die Eiablage der Kirschessigfliege. Da diese Fruchtfliege im Gegensatz zu heimischen Arten gesunde, kurz vor der Reife stehende Früchte mit Eiern belegt. Um eine Eiablage zu verhindern, sollten die Netze vor dem Farbumschlag bereits angebracht sein und von da an bis zum Ende der Ernte geschlossen bleiben. Bei Obstkulturen, die vor oder während der Blüte eingenetzt werden, empfiehlt es sich, bestäubende Insekten einzusetzen. Um eine ausreichende Bestäubungsleistung und somit die Fruchtbildung innerhalb der Einnetzung zu gewährleisten. In Kulturen wie Himbeeren oder Brombeeren, bei denen Blüten und Früchte zeitgleich im Bestand vorhanden sind, müssen für eine erfolgreiche Bestäubung beispielsweise Hummeln eingesetzt werden. Die Menge sowie die Position der Bestäuberboxen innerhalb der Einnetzung gilt es auf das jeweilige Einnetzungssystem abzustimmen. Hierfür empfiehlt es sich, Experten zu Rate zu ziehen. Je nach Kultur- und Anbausystem gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung einer Einnetzung. Dabei ist es wichtig, die Netze lückenlos an die bestehende Konstruktion anzubringen, um einen optimalen Schutz der Obstkulturen gegen die Kirschessigfliege zu gewährleisten. Um eine optimale Wirkung der Netze zu erreichen, gilt es, jegliche Lücken und Löcher im Netz zu vermeiden, da diese Eintrittspforten für die Kirschessigfliege darstellen. So ist bei der Anbringung der Netze an ein bestehendes Foliensystem oder bei Übergängen zwischen Netzen auf robuste Verbindungen zu achten, die auch extremen Witterungsbedingungen wie Sturm oder Starkregen standhalten. Auch ein lückenloser Bodenabschluss muss gewährleistet sein. Damit keine Lücken zwischen Boden und Netz entstehen, können Drahtplakettensysteme oder Sandsäcke genutzt werden. Ebenfalls sollte der Eingangsbereich zum Betreten der Anlage schnell geöffnet und auch wieder lückenlos geschlossen werden können. Die Gestaltung des Eingangsbereiches ist je nach Einnetzung unterschiedlich. Häufig wird ein einfaches Vorhangsystem zum Betreten des Bestandes genutzt. Ebenso kann der Eingangsbereich durch Tore realisiert werden. Bei großen Systemen, welche regelmäßig mit Maschinen befahren werden müssen, wird das Vorgewände mit eingenetzt, um die Kultur- und Pflanzenschutzmaßnahmen zu erleichtern. Durch Löcher und Risse im Netz kann die Kirschessigfliege ebenfalls in den Bestand gelangen. Schäden am Netz entstehen häufig durch Scheuern der Netze an der Konstruktion. Ebenso können Mäuse oder Vögel und generelle Materialschwäche Schäden an den Netzen verursachen. Es wird empfohlen, das Netz und vor allem potenzielle gefährdete Scheuerbereiche an der Konstruktion von Beginn an zu schützen. Reibungen der Netze an Drähten können durch Abdecken mit Klebeband oder Kunststoffrohren verhindert werden. Der Einsatz von Kunststoffabdeckung oder Stofflappen kann das Scheuern an Pfählen vermeiden. Es wird eine regelmäßige Kontrolle auf Netzschäden, insbesondere nach Sturm und Starkregen, empfohlen. Sollten Schäden am Netz auftreten, sind diese umgehend zu reparieren. Zur Reparatur von kleinen Löchern ist ein UV-beständiges Klebeband zu empfehlen. Ebenso ist die Reparatur durch Nähte oder den Einsatz von Plaketten möglich. Bei größeren Schäden müssen neue Netzteile eingesetzt oder Netze ausgetauscht werden.
Nach Abschluss der Ernte ist es wichtig, die Netze wieder zu öffnen, abzubauen und möglichst trocken und geschützt einzulagern. Die Lagerung kann außerhalb der Anlage an einem trockenen Platz stattfinden. Bei einigen Einnetzungssystemen ist es aber auch möglich, die Netze über den Winter an der Gerüstkonstruktion aufzurollen, zu fixieren und eingepackt in einer Folie trocken zu lagern. Werden alle genannten Aspekte der Handhabung der Netze beachtet, so stellt das Einnetzen von Obstkulturen eine sehr praktikable und effektive Maßnahme gegen die Kirschessigfliege dar.